Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Last Epoch. Ich freue mich, habe ich Last Epoch gesagt? Ich glaube, es heißt doch Last Epoch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung, viel Spaß mit unserem Magier, den wir weiterspielen. Ich hatte es euch angekündigt, dass wir endlich zur Stadt Tetima reisen möchten. Und das machen wir jetzt. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir immer wieder, wenn wir einloggen, immer wieder hier in der End-of-Time-Epoche respawnen, obwohl wir an für sich in der imperialen Ära schon den Punkt Okay, hat sich erledigt. Nee, wir gehen nach Fallen Tower. War ein Denkfehler. Wäre es eine größere Stadt oder eine Siedlung, dann würde er da auch ausloggen. Also, beziehungsweise da würden wir respawnen. So, also, ich wollte mal ganz kurz gucken. Wir haben nämlich vom letzten Mal, haben wir hier nämlich hier ein Idol noch bekommen. Und das ist gar nicht so schlecht. Das werde ich austauschen. Ich werde mir den hier, die 19% erhöhten Stun Chance, also um zu stunnen, zu betäuben, werde ich mir rausnehmen. Und die 7% Necrotic Resistance ist jetzt ja, verschmerzbar. Deshalb werden wir den rausnehmen. Den packen wir da oben hin. Und den hier, ach nee, doch drei, genau. Da haben wir nämlich plus 2 Spell Fire Damage, was natürlich super ist für unseren Magier. Und 10% Penetration, weiß ich jetzt nicht so ganz das deutsche Wort dafür. Ignite heißt auslöschen, oder? Glaube ich. Oder entzünden heißt er Ignite, genau. Also wir haben sozusagen 10% mehr Feuerschaden, der beim Gegner sozusagen dann ausgelöst werden kann. Und wir haben ja über unseren Skill, über Disintegrate, haben wir ihn ja so geskillt, dass wenn die Feinde in diesem Beamstrahl stehen, dass eben eine Chance besteht, dass sie eben auch durch Feuer dann eben entzündet werden. Und hiermit haben wir eben dann nochmal zusätzlich 10% eine höhere Chance, dass das eben dann auch passiert. So. Jetzt, hier habe ich, glaube ich, Intelligenz. Okay, das wäre ganz gut. Poison, Physical Resistance. Und was haben wir hier? Movement Speed? Nein, 3 Intelligenz. Okay, das können wir eigentlich alles in die Tonne treten. Wo ist denn unsere Kiste? Haben wir hier auch eine Kiste? Ah, ist egal. Dann werden wir jetzt erstmal die Sachen sortieren. Wurscht. Wir gehen jetzt, immer werde ich gestört durch irgendwas. Wir gehen jetzt Richtung Fragezeichen. Wir wollen endlich diese Stadt erreichen. Boom. Und dann bin ich sehr gespannt, inwieweit wir vielleicht auch mal auf einen nächsteren Boss treffen. So, ich werde jetzt nicht alles erkunden, weil die Welt ist so riesig, dass wir einfach jetzt hier mal schauen, dass wir ein bisschen mehr vorankommen, nachdem ich ja auch mehrere Wochen lang ja euch keine Folge bieten konnte. Deshalb geben wir jetzt hier mal ein bisschen Gas. So, jetzt haben wir hier wieder sowas bekommen. Lass mich kurz mal gucken. Cold Resistance. Sind wir bei 23. 29 wären das dann. Lightning Damage. Achso, das ist plus 4 Mana. Ja, ist egal. Lassen wir erstmal. So, wir ziehen jetzt mal ein bisschen was zusammen, weil ich will da endlich mal hinkommen. Da holen wir uns jetzt den Buff noch schnell. Bienen haben wir auch noch, die uns helfen. Sehr gut. So.
So, Bienen, kommt mal mit. Oh, warte, die 50 Gold nehme ich mir noch mit. Ja, die sind beschäftigt. Da sind sie schon, meine treuen Gefährten. Mach die mal platt hier. So. So, hier, Bienen. Das ist wieder ein großer dabei. Uff. Oh, da haben wir ja wieder. Schön. Haste, wir können schneller laufen. Zack. So, ich glaube, wir sind gut, wir sind richtig. Wir ziehen alle zusammen. Kommt mal alle her hier. Hui, hui, Slalom. Mana. Magisch. So, jetzt ist gut. Jetzt ist gut, da müssen wir lang. So, hier, jetzt haben wir Party hier. Hui. Ja, ist harmlos. Okay, so, können wir da nicht reingehen? Nö, können wir nicht. Imperial, was steht da? Imperial Thetima, ja, sehr schön. Da wollen wir doch hin. Hallo, geh rein. Jetzt. Oh, endlich mal eine neue Textur. Ui, ist das hier... Ach ja, Moment mal, das spielt ja genau. Richtig. Ich bin sehr gespannt, was hier ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier vielleicht wieder einen schönen Bosskampf bekommen. Oh, das ist ja jetzt mal hier eine sehr schöne... Eine sehr schöne... Grafik. So, haben wir das auch. So, was haben wir jetzt hier für schöne Gegner? Schauen wir mal. Komisch, bei den Großen funktioniert das nicht irgendwie. Ich bin aber auch nicht so ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme zwar zurecht mit der Skillung soweit, aber ich habe nach wie vor ein Riesenmana-Problem. Und ich traue mich nicht so wirklich, um zu skillen. So, wir sind, müssen hier gar nicht lang. Mal gucken. Wo müssen wir denn lang? Ah, da nicht. Ah, unten. Naja, ist egal. Jetzt schauen wir uns alles an. Wenn wir schon mal da sind. Fools.
Oh. Tut ihm ja fast gar nichts. Hey, wieso hat er das nicht? Der schon wieder. Ich hasse diese Viecher. Man sieht sich halt doch relativ schnell satt an diesen schönen Effekten. Natürlich müsste man dann mal irgendwie umskillen. Es fehlt halt, das wäre natürlich absolut mega, wenn wir, so wie es in... Naja gut, da gibt es jetzt nicht so viele Spiele. Diablo hat es vielleicht gerade noch hinbekommen. Aber wenn verschiedene Skills sozusagen auswählbar sind, dass dann so kleine Mini-Videoclips eingeblendet werden, was die jeweilige neue Skillung sozusagen dann erwirkt, das wäre natürlich mega, aber das ist, glaube ich, kaum machbar bei diesen ganzen Möglichkeiten. Aber cool wäre es schon. Alter Schwede. So, mal eben auf die Map gucken. Darkling Pier. Ah, okay, alles klar. Haben wir hier noch irgendwas zu tun? Find a way into Harton's Dreadnought. Ach so, das ist ja hier. Okay. Alles klar, gut. So, am Hafen angekommen. Ich hätte gern mal geguckt, ob wir irgendwas Neues haben. 7 Spell. 15% increased. Sieben Spell Damage. Increased Cast Speed, Increased Spell Critical Strike Chance, 18 Health on Kill. Fire Damage, Lightning Damage, ui. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Aber warte mal, minus 3 Spell Mana Cost und hier habe ich das gleiche, okay. Hier haben wir allerdings noch einen Perk dazu. Moment, machen wir mal F. Dann haben wir uns jetzt wie viel 19 Forging Potential, okay? 14. Okay, was hat der drauf? Lightning Damage, Fire Damage. Das wäre ja gar nicht ganz gut für uns.
chance to blind on hit. Chance to blind on hit. To shock. Können wir den austauschen? Das habe ich noch nicht so ganz kapiert, wie das geht. So, hier können wir noch sagen. Increased Fire Damage. Upgrade. 1 zu 10, aber dann wäre nur Feuer damit von betroffen. Kriege ich das jetzt da wieder raus? Ah. Moment. Ach Gott. Na, das kapiere ich immer noch nicht so ganz. Also Lightning Damage. Ach, okay, alles klar. Nee, okay, jetzt habe ich es schon verstanden. Okay. Ah, 1 zu 10. Wir haben 14 Increased Lightning, 13 Increased Fire. Oh, oh, oh. 25% Chance, dass wir das Forging Potential, dass es nichts kostet. Na gut, probieren wir mal. So, jetzt haben wir 26. So, jetzt gehen wir auf Feuer. Na, dann haben wir 34. Hier hätte ich gern noch was gehabt. Aber was nehmen wir da? Available to be applied. Ignite on hit. Shock, slow, freeze, increase stun. Machen wir mal das Ignite. Das müsste dann der da sein, oder? So ist es. So, Critical Success plus 1 Tier Fire Damage. Deshalb sind wir jetzt hier auf 7. Wer müsste jetzt hier auch... Genau, 46 hat uns gepusht. 21 Chance to Ignite on Hit ist gut. Wir können allerdings jetzt nur noch... Wir haben jetzt noch 12. Wir pushen das nochmal. 8... Auf T4, Lightning 3, 7, 3. Dann machen wir das noch. 2 und das war's, glaube ich. Mehr dürfte nicht gehen. 63 Fire, 41 Lightning. Oh, wir können Fire nochmal pushen, oder was? Nee, requires level 40, okay. 40 to forge. Und das geht schon, oder was? T3. Oh, cool. Was haben wir jetzt? 60% Lightning, 63% Fire. Das geht nicht mehr, das geht auch nicht mehr, das geht auch nicht mehr, das geht auch nicht mehr. Okay, aber das ist doch super. Und jetzt hätte ich gerne eine Anzeige, die mir sagt, wenn ich das jetzt da reinlege, wie viel Damage ich mache. Und das gibt es nicht bei diesem Spiel. Das kapiere ich nicht. So. Und wir haben, glaube ich, nachdem das One-Handed ist, könnten wir jetzt auch noch in der Schildhand was tragen. Da haben wir allerdings jetzt nichts. Das heißt, wenn wir irgendwie ein Buch oder irgendwie sowas finden, könnten wir das dann nochmal ausrüsten. Das schauen wir uns doch mal an, wenn es soweit ist. So, wo müssen wir denn lang? Yeah.
Gib mir was Schönes. Nee, nicht sowas. Nee. Oh, hat noch funktioniert. So, da müssen wir hin, aber jetzt schauen wir uns doch hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen besseren Loot. Nee, das ist aber ein kleiner Pier. So, Imperial Dreadnought, wir gehen aufs Schiff. Aufs Schiff, noch sind wir im Schiff. Das ist sehr logisch, muss man sagen. Der Meteor frisst sich erstmal durch die ganzen Schiffswände durch, bevor er dann krachend niederschlägt. Ui, eine schöne Treppe. Sehr schöne Treppe. Chris of Stone. Nein. Uiuiuiui. Gross. Moment, Moment. Stopp. Müssen wir anders gehen. Ah, hier kommen wir auch runter. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, riesig das Schiff hier. Was denn hier in dieser Tür? So. Prozent. Damage reflected, also werden reflektiert, während du ja eine Blitzei-Aegis hast. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das haben. Nehmen wir mal mit. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ui. Waren wir hier schon? Ich glaube schon, oder? Ist ja riesig, das Schiff. Unglaublich. So, sehr schön, den Punkt haben wir. Wo müssen wir lang?
da nicht. Nach wie vor. Must have. Geiler Skill. So, Dreadnought Deck. Schauen wir mal, was für ein schöner Boss. Oh, warte mal, wir können noch mal was machen. Sehr gut. Ja, ich denke, das sollten wir tun. Oder? Mehr Intelligenz. Mehr Mana. Machen wir mehr Mana. Das dürfte ja eigentlich machbar sein, was jetzt kommt. Oder wir werden mal überrascht. Das ist noch nicht effektiv hier. Der muss viel schneller fallen. Ui, warte mal. Was haben wir denn da? Nö. Aua. Ui.
Ja, wo müssen wir lang? Wo zeigt uns das hin? Ich glaube, ja, ich glaube, beide Richtungen führen zum gleichen Ziel. Ja. Das dauert viel zu lang. Viel zu lang. Shield of Frost. Tut dir was weh? Blockchance. Healing Effektivität. Cold Resistant, Void Resistance. Hat das jetzt schon ange... Jo. Kann ja nicht schaden. Lass mal das doch mal. Cold, hier weg. 29, 60, 40. Gottes Willen, dir scheint echt das weh zu tun. Das ist doch ein schöner großer Platz und da ist auch der Boss. Ich habe ihn schon gesehen. Alright. Ach du Scheiße. Das Schiff will be your tomb. Whoa. The Immortal Empire shows no mercy. Das hier, Fragezeichen. Achso, egal. Break yourself upon my body. Break yourself upon my body. Ja, aber es ist, wie ihr seht, es ist nicht sonderlich schwierig irgendwie. Ausweichen, rumlaufen. Break yourself upon my body. Break yourself upon my body. So, und das war's jetzt. Buch habe ich lieber als Schild. 3 Intelligenz, 6% Increased Cast Speed. Sieht auch stylischer aus. Und Void Resistance waren wir, glaube ich, eh ganz schlecht. 38. Moment. Ach so, das hatte ich da auch. Alles klar. Ja, okay. Nehmen wir das Buch. Und befreien Elric aus seinen Ketten. Captain, excuse me. I'll express my gratitude after we're out of this mess. Easy. Can you swim? I'll take that as a yes.
Get to the railing and give a signal when you're ready. Get to the railing, machen wir. So, I'm ready. Ui, schöner Strand. Ui, und das haben wir auch gleich. Hervorragend. Shining Cove. Okay, wo geht's lang? Gucken wir mal. Endstation ist höchstwahrscheinlich dieser Art Tempel. Okay. So, da ist er. You washed up safely. Good. I need your help. It seems we're a tad off course. Fortunately, we have a contact who can help. Problem is, she's deep in Majelka, Imperial territory. Yes, yes. It'll be fine. I'll hang back and cover our tracks. I'll only slow you down. Please, go on without me. War ja klar. So. So, wir haben hier noch einen Punkt zu vergeben. Was machen wir? Increased Mana Regeneration 3% per Point. Das heißt, wir können hier bei 8 Punkten 24% Mana Rec bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. Da gehe ich jetzt schon mal rein. Und würde sagen, meine Lieben, wir stoppen hier. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sind diesmal ein bisschen schneller durchgekommen. Ganz einfach, weil wir es wollten. Dass man ein bisschen mehr sieht bei dem Spiel. Es gibt ja doch so viele zu entdecken bei dem Spiel. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Selbst wichtig ist dann der Endcontent. Aber wie ihr wisst, werde ich den höchstwahrscheinlich, zu dem werde ich nicht mehr kommen. Aber wir holen halt alles raus, was noch möglich ist. So, nächste Folge werden wir das Orakel besuchen, Travel to Majelka. Und diese Folge endet hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bei Last Epoch. Jetzt habe ich es ja. Epoch, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Ciao.